Wann kannst du dir Angestellte leisten, beziehungsweise wann kannst du überhaupt den ersten Angestellten einstellen? Das muss ja schon durchdacht sein und deswegen halte dich an die Tipps aus dem Video und vermeide teure Fehler. Ja, Vorteile haben natürlich Angestellte, weil sie dir ja den Rücken frei halten können. Ja, also du kannst Arbeiten delegieren. Wenn du alleine bist, dann musst du ja alles alleine machen, dann bleibt alles an dir hängen. Und dann braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn man abends ultra übermüdet ins Bett fällt, nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und da machen natürlich schon Angestellte Sinn, eben damit du Arbeit abgeben kannst, damit du jemand an deiner Seite hast, der dir den Rücken frei hält. Und da mal schon mal auf einen wichtigen Fehler. Viele, die noch keine Angestellten haben, die also lange als Selbstständige arbeiten, die lange als Solopreneure arbeiten, die bauen sich ein System auf, das nur mit ihnen funktioniert. Das heißt, um sich herum bauen die ein System auf, das funktioniert ohne sie gar nicht mehr. Und dann bist du ja, wenn du alles von dir abhängig machst, gar nicht mehr in der Lage, überhaupt jemals Angestellte einzustellen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, und du behinderst damit ja dein Wachstum, weil deine Zeit ist ja begrenzt, deine geistigen Ressourcen sind begrenzt und wir werden ja nicht jünger. Wo willst du das, die Ressourcen hernehmen? Dich gibt es ja leider nur einmal. Ja? Und damit ist das Ganze natürlich begrenzt. Also wann lohnt es sich, die ersten Angestellten einzustellen? Und zwar, machen wir mal als Gegenstück, wann lohnt es sich nicht? Und zwar dann, wenn du selber noch nicht ausgelastet bist. Also wenn du den ganzen Tag über nicht weißt, wo deine Einnahmen herkommen sollen. Ja? Wenn dir also Aufträge fehlen und du für diese Aufträge auch nur einen halben Tag immer beschäftigt bist, dann würde ich noch keinen Angestellten einstellen. Also solange du das selber richtig gut schaffst, würde ich noch keinen Angestellten einstellen. Wenn du aber in einer Situation bist, wo du ausgelastet bist, also du machst beispielsweise eine Buchführung, ich will das mal ganz kurz aufmalen, wenn du jetzt eine Buchführung selber machst und du hast meinetwegen jetzt pro Tag eine Stunde, ja, was du an Buchführung aufbringen musst für dein Rechnungswesen, um Angebote zu erstellen, und du selber verlangst meinetwegen 100 Euro oder wie auch immer, ich mache das bloß mal, damit es sich einfach rechnet, du verlangst 100 Euro dafür, dann könntest du ja das Geld oder die Zeit stattdessen abgeben an jemanden, der es besser macht, weil er es besser kann, ja, weil er zum Beispiel aus dem Fachbereich Buchführung oder Rechnungswesen kommt und der es vielleicht deswegen auch schneller macht, weil es dem mehr Spaß macht als dir, weil du sagst, ich fühle mich eigentlich auf meiner Arbeit wohl, aber nicht jetzt so mit diesem kleinen Kram, um mich dann noch mit dem Buchführung, mit dem Rechnungswesen zu beschäftigen. Und der braucht meinetwegen, aber um es gleich zu rechnen, dieselbe Zeit, aber für die eine Stunde würde der vielleicht 25 Euro verlangen. Ja, das heißt, dann sparst du ja auch 75 Euro. Ja, also in dem Fall, wenn du das abgibst, hast du ja 75 Euro Vorteil. Also wenn du lieber das machst, was dir Spaß macht und was dir 100 Euro bringt, dann für den Fall hast du 75 Euro Vorteil. Aber nicht, wenn du nicht ausgelastet bist, dann geht logischerweise die Rechnung hier nicht auf. So, und wann bist du ausgelastet? Und zwar auch dann, wenn du keine Kreativität mehr hast. Also wenn du beispielsweise den ganzen Tag mit deinem operativen Geschäft beschäftigt bist, also eben Zeit brauchst, um überhaupt die ganzen Aufträge abzuarbeiten, aber nicht mehr in der Lage bist, darüber nachzudenken, wie es einfacher, wie es besser gehen könnte. Das meine ich damit, wenn deine Kreativität oder wenn du diese Kreativität nicht mehr hast, die Zeit für diese Kreativität, dich also aus dem Unternehmen rauszunehmen, damit du eben nicht ständig nur im Unternehmen arbeitest, sondern, kennst du den Spruch, besser am Unternehmen arbeitest. Zum Beispiel, dass du eben dafür sorgst, deine Marge zu verbessern, also deinen Ertrag zu verbessern, dass du profitabler wirst, dass Prozesse einfacher gehen und so weiter. Wenn du dazu nicht mehr in der Lage bist, auch dann bist du ausgelastet, okay? Und dann lohnt es sich auch wieder, einen Mitarbeiter einzustellen, weil du dann durch die Verbesserung, die du in dieser Zeit kreierst, profitabler wirst. Einverstanden? Und damit auch ein Wachstum hast. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn du dir nicht den Mitarbeiter, den Mitarbeiterin leisten kannst, dann hast du möglicherweise das falsche Geschäftsmodell, also wenn es eben nicht rentabel ist, also wenn du das auf längere Zeit auch nicht rentabel bekommst, dann ist es unter Umständen das falsche Geschäftsmodell, dann musst du irgendwas falsch machen. Dann kann sogar sein, dass du besser wieder aufgehoben bist im Angestelltenverhältnis oder deine Prozesse sind zu ineffektiv. Pareto hast du vielleicht schon mal gehört, also dass du eigentlich nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hast, also Arbeit von A nach B bewegst oder Geld von A nach B bewegst, aber nicht dafür sorgst, dass also genug Geld auch wiederum bei dir ankommt und bei dir bleibt. Also wichtiges Überdenken, wenn du sagst, ich kann mir gar keinen leisten, das geht gar nicht, obwohl du ausgelastet bist, dann stimmt irgendwas nicht. Das ist die Logik dahinter, oder? Das dritte ist, wo ich meine erste Assistentin damals eingestellt hatte, es war ein wahnsinnig gutes Investment, was ich gemacht habe, aus verschiedenen Gründen. Erstens mal sind meine Einnahmen nach oben geschnellt. Was ein anderer Punkt aber auch ist, dass du, sag mal, eher auch so ein Commitment hast, also so eine Selbstverpflichtung. Also jemand wie ich mit einem hohen Pflichtgefühl sowieso,
Weil ich will natürlich, wenn die bei mir beschäftigt ist, dann will ich ja auch, dass die sich auf ihr Einkommen verlassen kann. Hängt ja nicht nur ihr Lebensstandard dran, sondern ja auch das ihrer Familie. Okay? Also da kommt natürlich mein Pflichtgefühl ins Spiel und das wird dadurch getriggert, also wird nochmal angesprochen, wenn ich Angestellte habe, weil ich dann sage, Mensch, pass auf, jetzt muss ich nochmal eine extra Meile gehen. Und es ist natürlich auch so, dass du eine gewisse Selbstverpflichtung hast, dass du dich nicht gehen lässt so in der Weile. Dass du sagst, naja, ich schlafe jetzt doch mal eine Stunde länger, als es sein sollte. Oder wie auch immer, ich mache jetzt mal mehr frei, als es mir vielleicht gut tut. Ja? Wobei die meisten sollen eher mehr frei machen, weil sie meistens zu wenig Zeit haben. Aber weißt du, was ich meine? Wenn jemand da sitzt und auf dich wartet, dann bist du auch eher in der Situation, wo du sagst, na, jetzt muss ich natürlich auch dort erscheinen. Weil wie sieht das sonst aus? Das ist wie wenn du mit jemand ausmachst, gemeinsam joggen zu gehen und dann kommst du nicht. Ja? Also das war so für mich nochmal ein wichtiger Punkt, dass ich mir eben, wie gesagt, dass das Einkommen gestiegen ist und dass ich mich selber mehr diszipliniert habe auch dadurch. Und wenn du zum Beispiel darüber nachdenkst, sagst, naja, aber wie bringe ich ihr denn alles bei? Das musst du vielleicht gar nicht, weil wenn du zum Beispiel, wenn es um Büroorganisation geht, dann such dir doch jemand, der mit Büroorganisation Erfahrung hat, dann kaufst du dir das Know-how ein. Du musst doch nicht alles selber erfinden, musst doch das Rad nicht neu erfinden, sondern du suchst doch einfach irgendjemand, der das schon kann und damit kaufst du dir automatisch das Know-how ein. Und viele sagen dann auch, aber ich weiß doch gar nicht, was ich alles delegieren kann. Weißt du, wenn du mal die Prozesse anschaust, was du alles unterm Tag machst, dann wirst du erschreckend feststellen, wie viel du davon delegieren kannst. Und wie viele davon vielleicht sogar gar keinen Spaß macht, wo du froh bist, ich bin das eigentlich los. Hast da wieder dadurch mehr Energie für deine Arbeit, um deine Arbeit besser eben zu machen, um mehr Geld zu verdienen. Oder auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen mehr Freizeit, um überhaupt mal wieder Kraft zu tanken, weil du vielleicht ständig unter Strom stehst. Und wenn man so ein Gummiband ständig unter Strom hält, dann weißt du, dann reißt das irgendwann. Das ist gut, wenn man das auch mal irgendwann wieder ein bisschen loslässt, das Gummiband. So, jetzt ist hier noch die andere Frage, wie kannst du denn deine Risiken minimieren? Weil es ist natürlich schon eine Verpflichtung und deswegen muss es ja gut durchdacht sein. Und das eine ist, was ich dir an die Hand geben möchte, ist, dass du dir mal einen Plan machst. Bei mir ist es ja der sogenannte Vermögens- und Liquiditätsplan. Und dadurch, dass man ja schon mal seine Zahlen vom Unternehmen kennt, das solltest du sowieso, wenn du vernünftig wachsen solltest und wenn du auch deine Existenz vernünftig sichern möchtest, dann solltest du deine Einnahmen und deine Ausgaben sehr gut kennen auf dem übersichtlichen Blatt. Und bei mir ist es eben der Vermögensliquiditätsplan und da kann man ja dann wunderbar simulieren, was ändert sich, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter habe. Das heißt, ich trage einfach die Kosten von Mitarbeiter ein, also die Bruttokosten inklusive deiner Arbeitgeberleistung, plus meinetwegen Berufsgenossenschaft, plus was weiß ich, was du alles bezahlen möchtest. Ja, ob das ein Tankgutschein wäre oder eine betriebliche Altersvorsorge, würde ich dir übrigens am Anfang nicht gleich empfehlen, das kann man später ja immer noch machen, wenn es sich eingespielt hat. Aber du kannst mit wenigen Klicks simulieren und damit hast du einen Blick in die Zukunft. Und damit kannst du auf deinen Bauch hören und kannst gucken, traue ich mir das eigentlich zu? Oder, dass du siehst, was ist denn eigentlich notwendig? Weil du kannst ja das Ergebnis, was dann rauskommt in den Plan, wiederum in Aufgaben umwandeln. Das heißt, du hast dann am Ende auf jeden Fall eine Aufgabenliste, wo du sagst, Mensch, das brauche ich doch eigentlich alles bloß noch abarbeiten und dann passt das alles wieder. Und du siehst mit dem Plan auch, wann du dich vergaloppiert hast, wann du dich übernommen hast und wann du die Reißleine ziehen musst. Auch das kann man wunderbar mit so einem Plan simulieren, weil du eben einfach so einen Blick in die Zukunft hast. Und ich kann ja eine Probezeit vereinbaren. Ist ja sowieso üblich. Ja? Also du sagst, pass auf, jetzt vereinbaren wir erstmal eine Probezeit, schauen, wie wir miteinander zurechtkommen, ob unsere Wertevorstellungen passen, ob du deine Arbeit auch gut machen kannst und so weiter. Oder du testest dich zum Beispiel erstmal an, bevor du jetzt mit einer Vollzeitkraft anfängst, Entschuldigung, würde ich dir empfehlen, sowieso erstmal auf Teilzeit oder auf Geringfügigkeit zu gehen, wo du sagst, kann doch meinetwegen mit 200 Euro erstmal antesten. Sagst, jetzt kaufe mir erstmal 10 Stunden a 25 Euro ein, dann hast du 250 Euro plus beispielsweise bei Geringfügigkeit 30% Arbeitgeberkosten obendrauf. Ist doch überschaubar am Anfang, oder? Und 10 Stunden können erstmal eine ganze Menge sein, was du abgibst. Ja, also wie gesagt, in der Regel sind die ja sogar schneller. Das heißt, mit 10 Stunden, die machen, wenn die doppelt so schnell arbeiten wie du, weil du ja teilweise die Aufgaben auch vor dir herschiebst, weil du gerade keinen Bock drauf hast, ne, also prokrastinierst, dann sind das vielleicht 20 Stunden, die dir dadurch eingespart werden. Muss man auch mal drüber nachdenken, dass sich das lohnt. Und wichtig ist aber, dass sich es auch lohnt, ist, dass die gut eingearbeitet sind. Also der große Fehler, was ich immer wieder merke, ist, dass jemand einstellt und dann aber hofft, dass das alles schon irgendwie so läuft. Nein, du musst dir die Zeit nehmen. Du musst dir leider auch da die Zeit nehmen, die Leute richtig anzulernen. Wie wollen sie es denn sonst wissen? Du musst gucken, du brauchst ein vernünftiges Controlling, du musst über die Schulter schauen. Und ich weiß, jetzt beißt sich natürlich die Katze ein bisschen in den Schwanz, wenn man sagt, ich habe doch schon keine Zeit, jetzt muss ich ja noch meine Zeit in den Angestellten reinstecken, damit das vernünftig läuft.
Sag mal, wie es anders geht. Geht nicht anders. Ja, wer Kinder hat, weiß, du musst den Kindern erstmal das vernünftig beibringen, damit sie dann irgendwann, damit sie es dann alleine können, damit sie auf eigenen Füßen stehen. Und bei Angestellten ist es ganz genauso. Zeig es ihnen richtig, mach es ihnen vor, mach es nochmal vor, bis sich das bei den Angestellten verinnerlicht hat. Weil die Frage ist, wenn du dir nicht die Zeit nimmst, dann wächst du irgendwann das Ganze über den Kopf. Immer mehr und immer mehr. Und irgendwann bist du näher am Burnout als näher am Vermögen. Und du kennst vielleicht auch meinen Spruch, ich sage ja immer, wer wünscht sich am Ende des Lebens, dass er noch mehr Zeit im Büro verbracht hätte. Deswegen auch da lohnt es sich eben deswegen, Angestellte einzustellen. Aber was bedeutet auch, die Angestellten vernünftig einzuarbeiten? Und zwar, dass du nämlich immer im Hinterkopf hast, jeder muss ersetzbar sein. Es könnte ja sein, dass ihr euch verstreitet. Es könnte sein, dass es gesundheitlich, aus gesundheitlichen Gründen jemand ausscheidet und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Gründe, die eben passieren können, dass jemand ausscheidet. Und deswegen ist wichtig, dass alles standardisiert ist. Also, dass Dinge nicht dauernd neu durchdacht werden müssen, sondern dass Dinge standardisiert werden. Wir sind da absolut Profi da drin, wie Dinge standardisiert werden. Und der Trick dabei ist, das als wichtigen Tipp für dich, lass doch die Angestellten oder den Angestellten die Standards selber erarbeiten. Gibt es tolle Tools, wie beispielsweise Trello. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber wie gesagt, ich kann das hier nicht zu sehr vertiefen, dann wird es zu viel. Aber es gibt tolle Tools, wo du Standards durch Mitarbeiter erarbeiten lassen kannst und du guckst danach nur noch mal drauf, du kontrollierst, ob es idiotensicher ist. Also du stellst dir vor, was ist, wenn ich jemand anders daran setzen würde, würde der oder diejenige das intuitiv verstehen? Also, dass es eine Anleitung gibt, wie was gemacht wird. Und dadurch hängst du dann wieder nicht oder bist nicht zu sehr abhängig von diesem Angestellten. Es wäre ja auch ein Risiko, wenn die dann plötzlich wegfällt und du kannst deine Buchhaltung nicht mehr machen oder du kannst gewisse Prozesse einfach nicht mehr machen. Deswegen ist wichtig, dass du darauf achtest, dass man natürlich ein gutes Verhältnis hat, ist klar. Ja, dass du also schaust, dass du mit deinen Angestellten auch sehr gut umgehst. Aber dass du eben immer darauf achtest, jeder muss ersetzbar sein und das schaffst du, indem Dinge standardisiert werden und zwar so standardisiert, dass es intuitiv auch durch andere erledigt werden kann. Und wenn du das alles richtig machst, dann schaffst du auch erfolgreich den Schritt vom Selbstständigen, also vom Einzelkämpfer, zum Unternehmer. Dadurch wirst du mehr Zeit haben, mehr Freude, wenn du es richtig machst und du wirst auf jeden Fall auch profitabler sein. In dem Sinne, ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Video. Dein Michael. Ciao, ciao.